Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kaulius probiert es aus. Und ich habe sie ja hier schon vor einigen Wochen einmal erwähnt, als es um die rechtlichen Fragen ging, nämlich die DJI Avata. Und wie man jetzt sieht, habe ich sie in Händen nicht gekauft, auch nicht geklaut, sondern in dem Fall geliehen. Dieses Paket, was ich in Händen halte, kostet ansonsten über 1400 Euro mit Drohne, Controller und Brille. Ich bin schon sehr gespannt, ob sie mir deutlich mehr Spaß macht als die DJI FPV, die ich ja hier auch schon mal vorgestellt habe und dann doch zurückgeschickt habe ohne großes tränendes Auge, weil ich dachte, das war mal ein nettes Erlebnis, aber ja, ich fliege lieber mit den normalen Drohnen, mit denen man schöne Aufnahmen machen kann, auch in höherer Höhe, und brauche dafür nicht diese Videobrille und dieses laute Drumherum, was die FPV ja zum Beispiel hatte. Vielleicht erstmal ganz kurz, wer meine anderen Videos zu diesen Drohnen noch nicht gesehen hat. Also, ich bin begeisterter Drohnenflieger von normalen Drohnen. Also Drohnen, die dafür da sind, damit nicht nur rumzufliegen, sondern vor allem schöne Fotos zu machen. Also ich bin eigentlich einer, der vor allem hochfliegt, dann rundherum Fotos macht und irgendwann wieder landet. Und das hier ist eine ganz andere Art, mit Drohnen dann umzugehen, und ist gar nicht unbedingt dafür ausgelegt, um großartig Fotos zu machen, sondern eher Action-Videos. Das ist nämlich eine FPV-Drohne hier. Der Nachfolger kann man noch nicht mal sagen, sondern eine weitere, zweite jetzt, wie sie DJI für den Hausgebrauch denn rausgebracht hat, weil FPV ist eigentlich etwas, was so Selbstbau geprägt hat. Dass das jetzt so gekauft wird, das ist eher mal was Neues. FPV heißt First Person View, das heißt, man hat eine Videobrille auf und fliegt dann mit der Drohne nicht unbedingt jetzt großartig hoch oder viel weit weg, sondern vor allem rasant um Kurven, um enge Stellen, durch irgendwas durch, gerade auch in Innenräumen. Und deswegen ist sie so gestaltet, wie sie hier gestaltet ist. Und das ist, glaube ich, auch der große Vorteil gegenüber der deutlich schweren FPV, dass sie nämlich sehr gut geschützt ist an allen Ecken und Kanten. Auch insbesondere, wie sehen wir schon, dass hier die Rotorblätter ganz anders sind, deutlich softer und schon jetzt so einen Käfig drumherum haben. Und auch der Rest von der Drohne so ein bisschen zurückgesetzt ist. Das heißt, selbst wenn man irgendwo gegenknallt, nicht gleich vorne dann die Kamera zum Beispiel mit dem Gimbal beschädigt wird. Hier hinten, das ist vor allem der Akku. Auch das ist anders, wo sonst ja gern mal eine halbe Stunde und mehr jetzt geflogen ist, muss man hier wahrscheinlich wieder mit 10 Minuten bis einer Viertelstunde auskommen. Das werde ich auch testen. Sie hat auch nur noch Sensoren unten. Da sehen wir sie, also nicht wie bei zum Beispiel der Mini 3 nach vorne und zu den Seiten. Nö, da geht es nur nach unten. Alles andere muss sie dann eben wegstecken, wenn ich dann irgendwo gegenfliege. 410 Gramm wiegt sie, ist also in der Kategorie über 250 Gramm, aber unter 500. Was das rechtlich bedeutet, da habe ich ein eigenes Video zu gemacht. Wir sehen, es gibt noch so ein bisschen was dazu. Wir haben noch weitere Rotoren. Wir haben dann natürlich auch was, womit wir das gute Teil dann laden können. Hier noch ein Kabel dazu. Ja, wer weitere Akkus haben will und auch noch so ein Mehrfachladegerät, der muss dann eben so ein Fly-More-Kit kaufen, was auch nochmal wieder solide 250 Euro dazu kostet. Der Sensor der Kamera ist ein 1 zu 1,7 Zoll Sensor, also eher klein. Aber typisch, so für diese Drohnen. 48 Megapixel, da sollte man aber jetzt auch nicht zu viel von erhoffen sich. Die werden dann teilweise zusammengelegt, um dann auch einigermaßen vernünftige Bilder damit zu machen. Sie kann nämlich insgesamt 4000 mal 3000 Pixel dann Fotos machen. 4K ist Standard ja inzwischen, das kann sie hier eben auch. Der Gimbal ist, weil das ja eben eher so auf Rennen und auf um die Eckenkurven ist, ausgelegt ist, auch etwas anders. Er ist nämlich nur einachsig, das bedeutet, er kann schon etwas ruhigere Bilder machen, aber soll natürlich eben gerade so die Action auch rüberbringen und ist nicht darauf ausgelegt, eben jetzt langsamere Kamerafahrten oder ähnliches zu produzieren. Das, was ich jetzt hier in Händen halte, ist die neue Videobrille. Es gibt zwei, die auch noch verdammt ähnlich klingen, die nämlich bei der FPV, die ich schon mal vorgestellt habe, das ist die Goggles V2. Und das hier ist die neue Goggles 2. Sie ist leichter. Wir sehen, wir können sogar Dioptrien dort einstellen. Und sie hat auch eine höhere Auflösung. Das heißt, pro Auge haben wir hier nämlich HD-Auflösung. 1920 x 1080.
Die V2, die etwas ältere also, die hatte nur 1440 zu 810 und war auch schwerer, größer. Also da erhoffe ich mir auch deutlich besseren Tragekomfort. Man muss allerdings weiterhin erstens beim Auspacken aufpassen, dass das hier keine Schachtel ist, sondern nur so ein Drumherum-Ding ist, was den Rest dann irgendwie rauswirft, dass man weiterhin einen extra Akku irgendwie am Körper tragen muss, um diese Brille zu betreiben. Man kann da übrigens auch eine SD-Karte reintun, die kann auch Videos aufnehmen, allerdings dann nur die übertragenen, das heißt die echte gute Qualität für Fotos und Videos, eigentlich nur Videos, darauf ist es eigentlich ausgelegt, die macht man mit der SD-Karte oder dem Speicher direkt in der Drohne. Da sind übrigens schon 20 GB interner Speicher verbaut. Und dann bin ich auch noch gespannt auszuprobieren, wie es wirklich mit diesem Motion-Controller ist, den ich hier raushole. Sieht aus wie so ein Joystick und soll das Fliegen viel einfacher machen, laut Rezensenten im Internet. Das heißt, man steuert ja nur noch damit nach vorne, hinten, oben, unten in der freien Hand, nicht mehr mit Sticks. Und damit soll man sehr einfach wirklich sehr schöne, enge Manöver machen, wo ich sonst mit dem normalen Controller deutliche Probleme hatte und auch mich einfach nicht so richtig getraut hatte. Also sprich mit dem Smart Controller. Und da bin ich jetzt sehr gespannt, ob das wirklich hier für mich eine ganz neue Dimension des Fliegens denn auch ermöglicht. Dabei muss man wissen, nur mit dem Smart Controller kann man wirklich im manuellen Modus fliegen, wo man dann zum Beispiel auch die Drohne mal kippen kann, also beziehungsweise mal so einen Überschlag machen kann und wirklich ganz wilde Sachen machen kann mit deutlich höherer Geschwindigkeit. Aber da gebe ich jetzt einfach mal zu, das will ich nicht. Ich habe das schon mal mit einem Simulator ausprobiert und fand das irgendwie, nee, das ist mir gerade jetzt bei so einer geliehenen dann doch alles zu gefährlich, so gut sie auch geschützt ist. Also das wird man jetzt hier nicht sehen, sondern ich erhoffe mir schon schönen Flugspaß mit der sozusagen Beginner-Soft-Variante, die dann auch Sensorenhilfe hat und dann aber auch nicht ganz so die hohe Geschwindigkeit erreicht. Übrigens, die Brille ist eben keine VR-Brille. Das heißt, man kann sich nicht wirklich umgucken, aber die Brille soll zusammen mit der Drohne ein bisschen VR zumindest ermöglichen, weil wohl die Drohne sich mit dem Kopf mitbewegen kann, wenn man das einstellt. Auch da bin ich sehr gespannt drauf. Und ob das meine Wünsche erfüllt, das sehen wir dann im nächsten Video. Bis dann und tschüss.